das Grundding ist natürlich wesentlich größer. Die haben ja auch keinen Schalt nicht. So, wir haben jetzt hier auf Stelle erreicht, wo noch, ja, ich denke mal, ja, ist auch schon wieder hier der Müllkahn stand, mit dem das Müllproblem auf Lehde gelöst worden ist. Der ging jetzt schön Rente und das Müllproblem wird natürlich genauso gelöst wie vorher, nur der Kahn steht jetzt vorhin. Das geschieht folgendermaßen. Das geschieht folgendermaßen. Die Leute in Lehde haben gewisse Termine. Da brauchen sie ihre Müllkörner nur am Ufer abstellen. Zum Haus, und dann kommt der Müllkahn vorbei, legt diese Müllkörner auf